normale Seele. Jetzt wäre er zum Beispiel ein schwacher normaler Gegner. Der hätte also einen Faktor von 0,5 dafür, dass er schwach ist, und einen Faktor von 1, weil er eine normale Seele hat. Und das wäre dann, dann würde er nur noch halb so oft auftauchen. Genauso wie die Schneefliegen. Und dann könnte man aber auch noch machen, dass die Anzahl der Monster, die auftauchen, auch noch den Faktor erhöhen oder erniedrigen. Zum Beispiel bei einem Monster wäre der Faktor, sag ich mal, 1, und bei hier bei 3 S-Magier wäre es dann 3. Dann hätte man zum Beispiel bei diesem hier, das wären normale, die haben normal Seelenfaktor 1, das sind 3, Faktor 3, und sie sind schwacher Gegner, Faktor 1,5. Es wäre einmal 3 mal 0,5, das wären dann insgesamt 1,5 Faktor. So, da war es, glaube ich. Ja. Soll ich hier nochmal speichern? Ach, wieso nicht? Haben wir noch irgendwelche Seelen? Ja, wir können auch mal mit den normalen Seelen speichern. Soll ich eine Aufnahmepause machen? Ich weiß es noch nicht. Aber wenn, dann wäre jetzt die perfekte Gelegenheit eigentlich. Na nee, ich will nicht. Ich mache jetzt einfach stur weiter. Eine Truhe. Aus Eisstaub, na toll. So, was haben wir hier? Scheiße, Eiszombies. Damals haben wir uns das total fertig gemacht. Wie schaut's heute aus? Kritischer Treffer von 200 und 99, dann sind sie tot. Also zwei Angriffe und oder drei bei normalen Angriff ohne kritisch und dann werden sie tot. Okay. Das ist scheiße. Wir machen jetzt folgendes. Ein Antikrankheitsserum. Deshalb macht einfach jeder bei sich. Wieder ein Antikrankheitsserum und fertig. Von denen kriegen wir aber auch wieder starke. Das wären jetzt zum Beispiel, von denen kriegen wir starke Seelen. Sie sind aber normale Gegner für uns. Und sie sind zu dritt. Das heißt, normale Gegner, Faktor 1. Starke Seele, Faktor 2. Und drei Gegner, Faktor 3. Das heißt, sie würden 6 mal so oft... Nee. Okay, das ist scheiße. Irgendwie ist mein System noch nicht so ausgereift. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ich meine, das wäre schon geil, so ein System zu haben. Aber 6 mal so oft ist es eindeutig zu viel. Moment mal, vielleicht hätte ich... Eisdämonen, scheiße, die können doch Starre zaubern, oder? Und ausweichen tun sie auch noch. Ach, zum Glück greifen sie nur normal an. Ah, und drei Angriffe reichen, um sie zu töten, also von dem her... Sonst halt einmal Starre zaubern, dann heile ich den halt wieder nach dem Kampf. Was übrigens keine schlechte Idee wäre, jetzt zu heilen. Drei Eisdämonen. Elaine hält von denen ja direkt Schaden. Also direkt viel, meine ich. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Ah, ne, wir können Level aufsteigen, weil wir haben ja jetzt maximales Magie-Level erreicht. Und ich habe mal gedacht, vielleicht ist das Level ja dann auch vorbei. Also das Leveln. Ich meine, dann hätten wir ja das maximale Level erreicht. Aber ne, wir leveln noch weiter.
Okay, da ist nichts. Ich will die Eisdämonen zuerst töten. Ui, kritisch geil. Geil, der Eisdämon ist gelähmt. Ach, scheiße. Okay, blind. Dann lasse ich Elaine was zaubern. Scheiße, aber die ist stumm. Was bringt es, wenn sie hier Redegewandtheit hat, wenn sie selber stumm ist? Ach, wisst ihr was? Dann einfach angreifen. Ah, nee, aber dann trifft der Ball nicht. Ach, scheiß drauf. Einfach angreifen. Da, der trifft trotzdem. Geil. Ein kritischer Treffer reicht aus. Es war ein schwacher Eiszombie. Ich glaube, es gibt eigentlich schon gar keine Gegner mehr, die uns gefährlich werden können. Obwohl wir das maximale Level ja noch nicht erreicht haben. Also von dem her... Kennt's? Boah, geil, 387. Ein Eiszombie und ein Eisdämon. Weil er hält 17 Schaden, also echt mal. Da war er mal endlich wütend. Ein Geist. So, was gibt er uns diesmal? Skelettmagierbeschwörung verstärkt? Geil! Nicht die Dauer wurde erhöht, sondern die Beschwörung wurde verstärkt. So, haben wir die Höhle jetzt eigentlich schon durch? Nee, da unten geht's noch nach rechts. Oh, der hat ein bisschen mehr Rüstung. Bei dem machen wir ziemlich wenig Schaden. Ob das reicht, ihn zu töten? Nee. Oh, ein Sturm macht hier richtig viel Schaden. Ah, bei dem geht's wieder. Oh, das war geil. So, wie viel haben wir denn? Oh, da muss unbedingt jetzt eine Heilaura her. Und dann noch Blutheilung hinterher. So, dann nach oben mal. Der nächste Heilaura macht dann die Elaine, wenn es ist. Sollte es wieder zu so einem Eissturm kommen. Eissturm war das, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Ach, mir fällt übrigens gerade was ein, was ich bei der Aufnahme von Folge 100 herausgefunden habe. Also nicht bei der Aufnahme, doch bei der Aufnahme was. Was ich da herausgefunden habe. Also das war ziemlich geil. Nee, Moment mal. Nicht bei der Aufnahme was. Bei dem Weg dorthin. So, jetzt macht jeder nochmal ein Antikrankheitsserum.
Das werde ich euch gleich zeigen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und ich hoffe, es klappt hier übrigens. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt ortgebunden ist. Wir sind sehr stark als Zombie. Aber wir haben ihn klein gekriegt. Da, bei dem machen wir schon mehrere Schaden. So, ich habe jetzt nur schnell schauen müssen, ob ich auch wieder genauso laut bin. Ich glaube schon, oder? Ja. Denn ich habe jetzt kurz mein Mikro ausgemacht. Hat euch doch sehr gefallen, die Musik, oder? Also ich muss sagen, mir hat sie sehr gefallen. Ich habe sie durch Zufall entdeckt. Obwohl wir sie nach jedem Kampf hören, aber ich drücke sie halt immer weg. Und da habe ich halt, ja, wie gesagt, da muss ich nicht aufnehmen nebenbei, während ich mich halt aus der Pyramide rauskämpfe. Und dadurch habe ich das halt bin ich halt mal kurz aufgestanden und habe was anderes mal kurz gemacht und dann gehe ich wieder an den Platz und dann war plötzlich diese Musik hier da und ich dachte mal, hä? Und dann habe ich beim nächsten Kampf habe ich gemerkt, ach so, die kommt von alleine, wenn man die die ausspielen lässt, die Musik. Also muss ich sagen, echt geil, oder? So, ich glaube, ich habe mich verlaufen.
Finde ich nicht geil. Aber ich habe mich ernsthaft verlaufen. Kommt auf, wenn man sich Musik anhört. Und ich sollte mich mal wieder heilen. Ich meine, sonst haben wir ja immer nur diesen Ausschnitt wie gerade eben. Und da kommt man doch nicht drauf, dass es so eine geile Musik ist, oder? Wohingegen diese Kampfmusik im Hintergrund, die hören wir ständig, weil die bricht nicht ab oder so, die läuft während des ganzen Kampfes. Aber ich glaube, die haben wir auch noch nie zu Ende gehört, oder? Wir mussten, glaube ich, noch nie so lange kämpfen, dass die Musik komplett einmal durch ist. Aber ich glaube, die Musik, die geht auch immer nur so. Vielleicht ist es auch nur eine Dauerschleife. Weiß ich nicht. Aber so toll finde ich diese Musik hier eigentlich gar nicht, die Kampfmusik. Ich meine, sie passt zur Kampfmusik. Aber als Musik an sich, wenn ich sie jetzt mit Kopfhörern irgendwo an... Ja gut, ich höre sie gerade mit Kopfhörern an. Ja, stimmt schon. Aber wenn ich sie jetzt auf dem MP3 zum Beispiel hätte, oder auf dem iPod oder sonst was oder auf dem Handy und damit Musik anhören würde. Oder ganz altmodisch. Ein Walkman. Kennt ihr den eigentlich noch? Naja, wenn ich mir das da halt anhören würde. Ein Magierring. Dann glaube ich, dann würde ich sagen, das gefällt mir nicht so. Das passt halt nicht. Aber hier so für die Kämpfe, da passt es schon. Das stimmt schon, ja. So, haben wir uns mal wieder ein bisschen. So, ich glaube, das war's jetzt auch. Jetzt können wir wieder rausgehen. Ah, da. Ah, Mist. Mist. Jetzt müssen wir uns ja wieder Antikrankheitsserum geben. Klasse! Wenigstens Walner kann angreifen. Asuka braucht aber ein Antikrankheitsserum und Eileen auch. Komm, töte ihn! Mist. Ah, jetzt greifen sie normal an, das mag ich am liebsten. Weil dann können wir auch einfach normal angreifen. Walner Level 46 reicht. Geil. Und das nächste Level gibt's auch, so wie es aussieht. Vielleicht. Stimmt. Fällt mir gerade ein. Rikulat hat mir sagen lassen, dass das Maximallevel, das man mit einem RPG-Maker machen kann. Also die Begrenzung, das liegt am RPG-Maker selbst, nicht an irgendwelchen Spielen, sondern dass die bei Level 50 liegt. Bin ich ja mal gespannt, ob wir Level 50 erreichen. Und wenn ja, ob das dann wirklich das Maximallevel ist oder ob es dann weitergeht. Ob die Entwickler überhaupt gedacht hätten, dass jemals jemand Level 50 erreicht. Denn die eigentliche Hauptquest, sage ich mal, wenn wir bloß die Hauptquest gemacht hätten. Und halt ein bisschen trainieren, damit wir stark genug sind, um die auch zu schaffen. Von der Schwierigkeit her, von den Gegnern her. Dann würde ich sagen, hätten wir das auf 50 Folgen Let's Play Vampire Storm vielleicht schaffen können. Und jetzt haben wir das. Jetzt haben wir schon über 100. Und ich nehme jetzt auch schon seit 3 Stunden fast auf. Sind auch schon wieder 3, 6, 9 Folgen. Folge 109 haben wir dann. So. Iranis. Haben wir irgendwelche normale Seen, starke Seen? Ja, nehmen wir die starken Seen zum Speichern.
Obwohl, wir haben jetzt 10 Speicherstände. Komm, dann nehmen wir die Speicherstände mal wieder her. So, und wisst ihr was? Ich lasse es hier jetzt ausklingen. Nach 3 Stunden ist mal Schluss und ja, wir hören uns jetzt diese schöne Dorfmusik an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.